Das Beste ist in GTA, sich einfach mal umzubringen und weiterzurennen. Ja, willkommen zurück. Ja, und ich nehme jetzt einfach nochmal ein Stückchen auf, weil ich dazu Lust habe. Es wird eh alles ein bisschen geschnippelt. So, wir räumen jetzt mal hier den Mülleimer aus oder was weiß ich, was wir machen. Hier ist eine Polizeiwache, wie es ausschaut. Hallo, ich verhalte mich jetzt mal ganz normal, was die dann machen, okay? Ich bin ja mal gespannt. So, der Typ hier hat schon wieder sein Handy in der Hand. Na gut, ich gehe jetzt hier einfach mal in die Wache rein. Kommen wir wahrscheinlich nicht. Wenn man hier ranhaut, juckt es die gar nicht. So, dann gehen wir die einfach jetzt mal umbringen, die Kollegen hier. Gut, gut, gut. So, und dann jetzt einfach mal hier ein Auto von den klauen. Beziehungsweise erstmal alle Reifen abschießen von denen. Na, geht gerade nicht. So, dass hier nichts mehr geht. Kommt hier der Heli? GTA 4 kommt man denn so leicht. Mann! Ah, die bringen einen immer gleich um. Das ist ja nicht mehr witzig hier. Brauchen wir irgendwelche Heildrogen oder so? Ja, toll, jetzt sind wir mitten in der Stadt. Und das war's auch schon mit der kleinen Polizeifährte hier. Gut, dann schauen wir mal einfach mal den Typen hier schlagen. Oder, ja, was geht hier ab? Hast du Geld für mich? 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 Nein, hast du nicht. Was war das? So, schauen wir mal. Ein Mensch. Renn um dein Leben. Rennt um euer Leben. Ihr werdet alle sterben. Oder auch nicht. So, hier ein bisschen Munition. Und so Zeugs und Geld und so weiter. Wie sieht es bei dem Kollegen aus? Der rückt gar nichts raus. Dummer Mülleimer. So, ich bin hier ganz unschuldig erstmal. Ja, ich habe erst zwei Waffen, ich weiß. Nicht so geil. I'm gonna sterben. Das ist so gut als Englisch. Ich muss jetzt erstmal auf eine WhatsApp-Nachricht hier antworten. Via Uhr hier. Einem Apple Watch, wie das Video auf meinem Kanal schon zeigte. So, erstmal die passenden Smileys hier suchen und wir scrollen und wir scrollen und wir scrollen. Oh, hier gibt es 1000 Smileys und es geht immer weiter runter. Yeah! Ich finde nicht den, den ich will. Ah, oh, hier bin ich angelangt. Passt auf jeden Fall. So, hier einmal Smiley auswählen und senden und willkommen zurück in GTA. Haha. Ja, das ist hier eh nur so ein Video, wo ich nur Blödsinn mache, von dem her ist es eh alles egal. EP kommt auch mal wieder irgendwann dann. So, hat aber damit jetzt nichts zu tun. Hallo. Willkommen. So, Leute, ich brauche jetzt trotzdem ein bisschen Geld. Irgendwas. Ein Auto kommt zu mir freiwilligerweise. Gut, ich kann jetzt mal schauen, ob wir das irgendwie verchecken können oder so. Und zwar hier unten. Aber mal hier runter von das Auto verchecken. Genau, das machen wir einfach mal und fallen dabei mal nicht auf, hoffentlich. Gut, einen Stern haben wir eh schon wieder, aber der ist gleich weg. Schauen, ob man das Auto verkaufen kann und was es dann noch bringt. Wahrscheinlich nichts, weil es dabei kaputt ist. iPad, hallo, schön, dass du mitredest. Ich, ja, YouTube macht einer gerade Livestream. So, einmal hier links rüber. Und ich glaube, darunter.
genau darunter. So epic, so epic. So, ach ja, hier geht's auch. Ja, okay, dann fahren wir so. Immer der Polizei hinterher, wie man das lernt. Können wir dann auch noch ein besseres Auto vor der Werkstatt holen zum Verkaufen. Wäre vielleicht von Vorteil. So, moin. Die Straßen sind hier so kompliziert aufgebaut, das ist echt Wahnsinn. Kennt sich kein Mensch mehr aus. Ein Truck. So, jetzt einmal doch vor. Die labern hier schon wieder. Und wir genießen einfach den Sound. So. Brrr. So, da vorne ist eh schon der Händler. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich ein gutes Auto bekomme dabei. Hallo LKW. Gut, einmal aussteigen hier. Will er mich jetzt schlagen oder was? Nur weil ich sein LKW hier zerstört habe. Das geht ja mal gar nicht. Und ciao. So. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Geld hier. Von dem her. Den Händler kenne ich hier. Bitte aufmachen. Häng die Cops ab. Ah ja, okay. Ich werde noch von der Polizei verfolgt. Dabei kann ich hier nicht rein. Na gut, dann suchen wir uns noch ein besseres Auto dabei. Eine Uhr. Ist sie nicht toll? Ja, das sieht doch mal ordentlich aus hier. Ich hoffe mal, der gehört nicht zur Luxusklasse, weil sonst können wir ja die irgendwie nicht verkaufen. Schaut aber auf jeden Fall so aus. So, Polizei hier. Ah, die kommen in meine Radius. Immer näher, scheiße, ich komme nicht wieder. Dann erstmal hier entkommen von den Kollegen. Hallo. So, so. Das Auto sollte möglich ganz bleiben. Boah. Ich wollte ja eigentlich mal mit Facecam aufnehmen, aber da mein neuer PC keine Facecam hat, ist es leider ein bisschen schwierig. Kann man sich ja vorstellen. Müsste ich mir erst eine Kamera ranbauen. So, es regnet jetzt und pisst in Eimern. Oder es ist auch, vielleicht sollte es auch, Lava darstellen. Das sieht irgendwie so aus. Der Lava-Regen kommt. Wie oft werden wir hier wohl noch beginnen? Du. Wenigstens ist die Musik recht geil. So. Hallo, Kollege. Fahr mich mal rum hier. Ziel wählen. Was habe ich jetzt gemacht? Einfach Doppelklick, ich bin so unschuldig. Ah ja, okay. Na gut. Hallo. Was haben wir denn hier? Mann, ich will hier rein. Das Motorrad sieht schon ordentlich aus. Premium Deluxe Motorsport. Was soll das bedeuten? Ach, ignoriere das einfach. Also, was haben Sie für mich? Sie haben das Santa. In seinem Bücherchen. Bla bla bla. Waren kaputt. Mehr kaputt. Fürchte, aber die Zahlungen aus ihm. Ja, super toll. Ich nehme jetzt einfach hier das Motorrad und fahre zum gelben Punkt. Okay. Dann haben wir uns jetzt wohl eine Mission angehängt. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ja Zeit für alles der Welt hier. Also dann einmal hier unten durch. Oben drüber. Hm.
Ja, jetzt wisst ihr, was man in seinem Urlaub macht, ne? Weil ich habe momentan Urlaub und da spielt man GTA. Ich hätte eigentlich die Woche viel mehr aufnehmen können, weil ich eigentlich die Zeit hatte. Aber ja, werde ich vielleicht heute noch tun. Und heute weiß ich eigentlich eh nicht, was ich machen soll. Eigentlich den ganzen Tag nicht. So, verfolge ich irgendjemanden oder fahre ich nur zum Zielen? Okay, ich fahre scheinbar nur zum Zielen. Ich sah gerade so aus, als würde sich der gelbe Punkt noch wegbewegen. Das war leicht daneben. Aber das geht noch. Wahrscheinlich kann man den Radio auch irgendwie voll ausstellen. Ja, hier war ich doch gestern schon mal. Gut. Hier ist also eine Mission zu erledigen, die gerne erledigt werden will. Da mache ich das jetzt mal. So, wir parken mal hier. Gehen wir mal hier auf die Wand hoch. Ja, so ein Volltrottel, ne? Rennt gegen die Wand und tut sich weh. Hallo, Lady. Also, hat keiner gesehen. Mann, ist ja doof. Kollege, was machst du denn schon wieder? So, einmal darüber jetzt. String und L soll ich drücken und dann. Schleichmodus. Keine Ahnung von Schleichmodus. Ich glaube, hier geht's aber nicht hier rein. Ich muss schon durch das eine Fenster da rein, meine ich. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen daneben, glaube ich. Über irgendein Fenster bin ich hier reingekommen. Ja doch, ich muss auf das Auto rauf.